Gut, nachdem das jetzt zwar das letzte ein bisschen geisterhaft war im Sinne von, ja, weil überall Musik gespielt hat und irgendwie diese komische Tussi plötzlich aufgetaucht ist, weil die Show begann, dachte ich mir, jetzt machen wir mal was richtig Unheimliches. Oh, ich gehe gerade falsch. Ich muss ja dahin. Wir machen jetzt mal was richtig Unheimliches und wir gehen jetzt auf den Juperon. Da hat nämlich der Sartorius hat seinen Tempel dort und der hatte nämlich, das weiß ich noch, ein Sanatorium, ein echt krasses Sanatorium. Und jetzt habe ich mir eben noch mal schnell die Planeten angeschaut. Das müsste der dunkle hier sein, ohne Ring. Oder der da. Das ist der Murz. Da ist er. Weil wir wollen ja jetzt mal ein bisschen richtig Angst kriegen und nicht immer nur sagen, oh, ich habe Angst. Ja. Komisch eigentlich, dass Iris heißt das Eisstrom-Konservatorium. Aber hier sieht es ja eher nach Eisstrom-Konservatorium aus. Aber das heißt von Sophia. Ich weiß gar nicht, wie das Ding hier heißt. Und ich weiß, es sieht noch nicht so unheimlich aus, aber Leute, sagt's euch. Das sind auch Sachen, wo ich mich echt dran erinnern kann. Da stehen jetzt hier gleich irgendwelche abgeschnittenen Köpfe. Wir sind hier übrigens bei Luft und wir werden am Ende Zinn zu uns nehmen. Ja, das passt richtig zum Sartorius hier, diese Laborkacke. Und hier, genau, Archivierung. Wolfe. Ja, genau. Ja, oh Gott. Also, Name Wolfe Zoe. Status verstorben. Geburtsdatum 14. Movember. Oh Gott, die Geräusche. 900 GUE. Geburtsort Frostham, Graue Berge. Ah ja, da sind wir. Vorheriger medizinischer Zustand, Augengyrokrise, die zu chronischen geistigen Störungen führt. Vorheriger magischer Zustand, kein. Frühere chirurgische Eingriffe, Gebärmutter, Zapraoskopie, prophylaktisch. Medikamente, verschiedene. Prozorg, Zytium, Dizorpan. Sehr cool. Allergien, Schnabeltiermilben. Auch cool. Verschriebene Behandlung, als die Patientin in die Anstalt eingeliefert wurde, litt sie unter chronischer Enttäuschung, Einbildungen. Okay. Was haben wir hier noch? Patient X. Evil. Medium Invection Shot Empty Access Liquid. Numors. Ich kann das alles gar nicht lesen. Ja, aber ist doch bunt. Das ist doch süß von Patient X. Das ist bestimmt irgend so ein kleines Kind. Oder ein durchgeknallter Alter. Ich habe keine Ahnung. So. Oh, Malveo. 5. Augur 923. Lieber guter Doktor, ich werde immer schwächer und ich habe merkwürdige Fieberanfälle, nach denen ich schweißnass bin. Des Nachts brennt es in mir wie Feuer. Ich dachte, ich sei bereit für den Tod. Ich habe mein Leben damit zugebracht, mich auf das Leben nach dem Tod vorzubereiten. Aber in meinem Herzen bin ich noch nicht so weit. Ich bin bereit, Experimente durchzuführen, so risikoreich sie auch sein mögen. Mein Geist ist offen. Hochachtungsvoll, Malvio. 20. Estua 924. Vielen Dank, Herr Doktor. Sie sind wirklich ein verkanntes Genie. Zum ersten Mal seit vielen Monaten habe ich Hoffnung auf ein Leben ohne Schmerzen.
Da ich weiß, dass sie weite Lehrlinge brauchen, habe ich mit Madame Sophia vom Eisstrom-Konservatorium gesprochen. Ich bin davon überzeugt, dass sie die Richtige ist, um uns in dieser Sache behilflich zu sein. Malveo, also François Malveo. Lieber Erasmus, ich kann nicht schlafen. Das Gewicht der Erfindung lastet auf mir. Ich glaube, Doktor, dass wir eine Wissenschaft, eine Philosophie entdeckt haben, die uns von den Banden der Sterblichkeit und unserer Körper befreit. Das ist eine Wissenschaft, die die Welt ganz sicher verändern wird. Yorok wird dieses große Werk preisen. Ah, jetzt weiß ich auch endlich, wer Yorok ist. Yorok ist anscheinend der Gott von denen, weil lobet Yorok. Jetzt verstehe ich's. Und haben die hier wohl das ewige Leben oder was erfunden? Hat darum Sophia gesagt gehabt, dass wenn ihre alten Münder Schlaffes nur noch aufnehmen können, dass sie immer noch so weitermacht, weil die alle unsterblich sind? Haben wir auf der Seite noch was? Oh, Lucien Kane war hier auch eingeliefert? Mhm. Also, Kane Lucien. Status gesund. Zurzeit nicht in stationärer Behandlung. Geburtsdatum 10. Orakel 920 Gui. Geburtsort die Festung Iron Dune. Südlich von Argane. Das ist wahrscheinlich hier auf dem Murz von dem Kane. Schätze ich mal. Vorheriger medizinischer Zustand, chronischer Stitial-Atmungsvirus als Kind, wurde vor 925 dreimal ins Krankenhaus eingeliefert. Vorheriger magischer Zustand, normal. Frühere chirurgische Eingriffe, keine. Allergien, keine. Verschriebene Behandlung, der Vater beklagt sich über Aufsässigkeit und Feigheit des Subjekts. Verhalten muss genau kontrolliert werden. Dem Vater wird ein leichtes Beruhigungsmittel verschrieben. Haha. Ah, das sind doch alles Idioten. Aber ohne Scheiß hier. So. Da liegt doch irgendwas auf der Erde. Das kann ich mir aber nicht ansehen. Aha. Oh. Vielleicht gibt es ja hier auch sowas wie Lobotomie oder so zu sehen. Man sich da an, ob die Augen blau oder braun sind, das ist ja jetzt oder ob die Drogen wirken, die er ihnen gibt. Was hat denn er mit der Anatomie zu schaffen? Ich dachte, er wäre gut, er ist zwar Doktor, aber ich dachte eigentlich eher der Psychologie. Die Treppen können wir hier nicht, die Leiter meine ich, die können wir hier nicht hochgehen, ne? Sieht nicht so aus. Nee. Gut, gucken wir weiter. Oh, da sind schon wieder die abgetrennten Köpfe, ich wusste es. Und Blut. Oh, Mann, jetzt geht's hier nämlich schon los. Wahrscheinlich, wer liegt hier drin? Finden wir jetzt Alexandria in der Tiefkühltruhe wieder? Oh, Leute. Also auf jeden Fall ist es tiefgekühlt. Ja, will ich da jetzt wirklich reingucken? Ach nee, nur Blut. Ah. Das hört sich aber leer an, ne? Nehmen wir mit. Ich habe hier immer auch die Instrumente drin. Die sollte ich mal... Die werde ich beim nächsten Mal speichern, einfach entfernen. Diese Scheißgeräusche, das macht mich wahnsinnig.
So, und hier können wir jetzt unseren Kopf reinlegen und dann wird er auch abgetrennt. Das wäre doch mal cool. Also bevor jetzt hier irgendwas passiert, werde ich jetzt hier mal kurz speichern. So, gespeichert ist. Das können wir da reinlegen. Hier können wir irgendwas einstellen. Da ist was drin, wo ein Schlüssel drin steckt. 2018. Okay. Ja, bevor ich zu den Köpfen gehe, möchte ich erstmal gerne dahinter gehen. Oh, und hier können wir unsere Hand einstecken und dann können wir die Hand abtrennen, oder? Da muss ich wahrscheinlich auch was reinpacken. Oh Gott, ein Kopf wahrscheinlich. Ja gut, dann hören wir uns doch mal die bekloppten Köpfe da drüben an. Ja, Schädel. Psychotika. Pazifist. Und das wäre dann meiner. Liebe, Aggression, Kurzzeitgedächtnis, Logik, Vernunft, Sex, Langzeitgedächtnis. Genie. Obama, hä? Amnesie. Mhm. Oh, ich hasse diese Geräusche hier. Ohne Mist, Leute. Ja, gut, da kann ich jetzt erstmal nichts machen. Da muss ich wahrscheinlich irgendeinen Kopf finden oder halt meinen reinlegen. Hatten die nicht mal gesprochen? Ich habe so eine Erinnerung, dass die mal gesprochen hatten. Vielleicht erst, wenn ich meinen Kopf da selber reinpacke. Aber das machen wir jetzt nicht. Oh, wie viele Stöcke gibt es hier eigentlich? Ein schöner Aufzug hier. Ja, ich werde jetzt hier aber nicht irgendwie 18 Level spielen. Oh. Muss ich da diesen Schlüssel reinstecken? Ah, da gibt's dann, kann ich den Schlüssel von dem Ding reinstecken, ne? Warte mal, das verstehe ich jetzt gerade nicht. Muss ich jetzt echt erst an diesen Schlüssel rankommen? Zu. So. Gut. Und jetzt nochmal. B. Für Boden oder so. Da ist doch schon wieder Blut. Und auf, bitte. Oh, hier schreit auch irgendeine Frau, schreit hier auch. Also, warum ich auf die Idee kam, das jetzt hier nach dem schönen Musikding zu spielen, weiß ich auch nicht. Ich bin selber ein bisschen blöd.